Wir legen wieder los. Wir haben ja, quasi einiges, was wir uns ansehen müssen. Es ist viel passiert an den Märkten. Wie immer, kann man eigentlich so sagen. Viele von euch haben das bestimmt mitbekommen. Also Staatsanleihen waren so das große Thema eigentlich der letzten Woche. Aber wir haben natürlich nicht nur Staatsanleihen gehabt. Wir haben auch ja, Thema Gold ist mal wieder auf dem Anflug. Können wir uns auch gleich nochmal angucken. China hatte mal wieder positive Zahlen. Aber es ist da eher so ein Auf und Ab, muss man sagen. Also irgendwie war es besser als erwartet. Und im Endeffekt sind wir dann doch wieder ja, zum Ende der Woche in den Abwärtsgang gerutscht, aber natürlich auch so ein bisschen in der Summe der Gesamtmärkte. Wir hatten eine ziemlich harte Woche für viele Aktionäre, sind aber dann jetzt eigentlich wieder recht positiv gestartet. Woran das so ein bisschen liegt, gucken wir uns gleich nochmal an. Und wir haben natürlich Quartalszahlen als großes Thema und insbesondere halt viele Unternehmen, die jetzt auch relevante Quartalszahlen liefern, also relevant für den Gesamtmarkt, kann man so sagen. Also viele große Unternehmen, die jetzt abliefern. Also diese Woche hat es in sich, kann man so sagen. Was sind das zum Beispiel für Unternehmen diese Woche, wo du sagst, das sind Unternehmen, die sind sehr wichtig für den Markt? Genau, also wir haben heute Kohler noch, wir haben noch Microsoft, wir haben Alphabet, wir haben Intel, wir haben also große Market Cap oder sehr... Genau, also große Tech-Unternehmen, aber auch viele große, etwas beständige Unternehmen. Wir haben Logistiker, UPS zum Beispiel, die auch so ein bisschen ja den Blick für uns auf den gesamten Konsum werfen. Wir schauen gleich nochmal rein. Es sind viele große, relevante Unternehmen dabei, die ja so ein bisschen wegweisend natürlich auch dahin sein können, wo wir uns in nächster Zeit hinbewegen werden. Aber wie gesagt, wir starten mal mit einem kurzen Blick auf das Thema Anleihen und das war so ein bisschen das, was uns in der letzten Woche auch bewegt hat. Bevor wir gleich mal in den Chart wechseln, war das nämlich so eine der ersten Grafiken, die man gesehen hat. Also die US-10-Jahres-Anleihe ist mal über die 5%-Hürde gesprungen. Und das ist das erste Mal seit ja, 16 Jahren, kann man sagen. Und das ist natürlich für viele erstmal ein Schreck gewesen, weil ja, man sich dann doch wieder so einem Momentum annähert, in dem er sich relativ schnell etwas tun kann in der Richtung, dass man ja, in eine Fiskalpolitik auch gerät, die dann nicht mehr ganz so gut für Wirtschaft und Markt sind. Also zu stark eigentlich dann ausbremsen und zu extrem werden, weil dann so Hürden eigentlich überlaufen werden, die auch dazu führen, ja, dass viele Finanzierungssituationen gerade wieder aufgeschoben werden, dass sich vieles nicht mehr rechnet. Und ja, das war so ein bisschen der Schrecken am Markt, kann man sagen. Es ist danach wieder ein bisschen besser geworden. Also man sieht es jetzt mal im Tagesverlauf. Also hier ist die 10-Jahres-Anleihe mal wirklich nach oben über diese 5% geschnellt, ist dann wieder so ein bisschen nach unten. Ja, und ist danach wieder so ein Ticken runtergefallen, also hat natürlich auch ein bisschen Gewinnmitnahmen am Ende mit sich gehabt. Es gab dann auch mal wieder so die eine oder andere Nachricht aus der Fed-Kategorie, wo man gesagt hat, das ging uns eigentlich auch so gefühlt ein bisschen zu schnell. Das wurde zwar nicht ganz so gesagt, aber es wurde mehr oder weniger verdeutlicht, es gibt erstmal keinen Zinsanstieg mehr, weil man davon doch, glaube ich, auch irgendwie so ein bisschen überrascht war, dass es dann doch so schnell ging mit den Staatsanleihen, auch mit den 10-Jährigen. Ja, und das hat den Markt am Ende so ein bisschen auch getrieben in dem Sinne, dass er einfach gesagt hat, okay, wir bremsen uns mal aus im Anleihenmarkt und wir gucken auch mal, ja, wie es dann den weiteren ja, geopolitischen und oder makroökonomischen Themen weitergeht. Und das hat man natürlich auch gesehen und ich hole euch mal hier rüber auf unseren TradingView-Chart. Das hat man natürlich auch gesehen, wenn man auf die Woche blickt. Also wir ziehen mal wieder weiter. Wir gehen quasi auf den Wochenstart der letzten Woche. Wir haben wir hier gesehen. Wir sehen natürlich, dass das auch die Märkte sehr, sehr stark bewegt hat. Natürlich auch andere Themen, also insbesondere natürlich auch andere Themen, wenn wir in die Richtung blicken, dass wir einen Nahostkonflikt haben, wir haben, wie gesagt, dieses Thema in China, wir haben immer noch unseren Ukraine-Konflikt, der Winter kommt wieder, wir haben Ölpreise, die auf hohen Niveaus quasi weiter entstehen, haben sich jetzt so ein bisschen eingemittelt bei so ja, 90 bis 95 Dollar, aber wir wissen, das ist jetzt kein niedriger Preis, also auch kein Preis, der uns unbedingt sehr, sehr stark in der in sich profitieren lassen würde, dass die Preise weiterfallen. Also war so ein Tumult, aber wie gesagt, wir hatten Hoffnung, dass es hier zu einer schnelleren Lösung des Konfliktes kommt und. Das wurde so ein bisschen zerschlagen, zum einen dadurch, dass halt dieses Momentum im Markt entschieden ist, dass wir diese US-Anleihen ja, hatten. Das hat natürlich den DAX auch getroffen, aber auch so ein bisschen, dass sich das eher noch eskaliert ist im Nahostkonflikt. Also das sehen wir auch, wenn wir in die USA blicken.
Markiere auch mal hier wieder den Wochenstart. Da sehen wir das auch ein bisschen anderen Momentum, weil wir halt, wie gesagt, in den USA das Gefühl zumindest. Oh, ich bin in den Staatsanleihen. Aber wir sehen, gucken uns mal hier in dem Dow das an. Da sieht man es auch mit einem bisschen anderen Momentum, weil wir natürlich auch hier diesen starken Wochenbeginn hatten, aber danach noch stärker abgefallen sind, weil es natürlich noch so ein bisschen extremer ist, wenn man auf den reinen US-Markt blickt. Insbesondere, weil wir hier gerade auf den Dow Jones blicken, der jetzt seit Jahresbeginn auch ja deutlich unter Wasser ist oder beziehungsweise wieder im Minus ist. Und das sieht man einfach ja an dem Wochenverlauf, dass da natürlich viele, viele Risiken wieder aus dem Markt genommen werden und die treffen am Ende uns ein bisschen ja globaler, kann man so sagen. Wie gesagt, ähnliches Bild, wenn wir auf den Nasdaq blicken. Auch hier, wenn wir einmal durch den Wochenverlauf gehen oder den Tagesverlauf, dann sehen wir hier, ist der Wochenstart gewesen. Ähnliches Spiel, Hoffnung am Anfang, Hoffnung, dass es weniger stark losgeht. Dann ging es das Treppchen runter. Wie gesagt, jetzt sind wir so zum Beginn wieder der Woche ein bisschen nach oben gekommen und das sieht man auch ganz gut, woher das gelegen hat. Natürlich zum einen daran, dass man gleich wieder Hoffnung schöpft, aber zum anderen auch daran, dass wir uns von den 5% gerade wieder etwas deutlicher entfernen. Wir sind jetzt hier wieder bei 4,8%, wenn wir hier auf unsere 10-Jahres-Anleihe blicken. Das heißt, es geht wieder ein bisschen bergab. Das freut natürlich insbesondere den Nasdaq und das sehen wir tatsächlich auch in Deutschland. Auch hier sind wir wieder ein ganzes Stück weiter zurückgekommen. Wenn wir auf den gestrigen Tag blicken, mit heute, also heute hoffen wir eigentlich alle auf ein bisschen positives Momentum und das zeigen eigentlich auch ja die Märkte aktuell. Wir blicken nochmal in Richtung China und ich hatte es ja gerade eben angesprochen, da gab es eigentlich mal positivere Zahlen und positivere Zahlen in dem Sinne, dass das BIP schneller gewachsen ist, als man gedacht hatte. Man hatte mehr Konsum eigentlich, als wir gedacht hatten. Und auch hier sehen wir, dass zum Anfang dementsprechend auch wieder diesen Schwung in den Gesamtmarkt gegeben hat, aber danach auch eingebrochen ist. Trotz, muss man sagen, weiteres Stimulus auch aus Sicht der chinesischen oder des chinesischen Staates, der auch hier den Markt natürlich weiter stützen will. Warum? Wir sehen es ganz deutlich. Ja, auch hier befinden wir uns auf den Tiefs seit November ungefähr. Wir sind da deutlich wieder hochgelaufen. Da gab es diese Corona-Euphorie eigentlich. Jetzt ist es vorbei. Jetzt geht es wieder ins alte Momentum zurück. Ist nicht passiert. Wir sehen, der Markt kämpft generell mit der makroökonomischen Lage natürlich auch im Westen der Welt, aber wir kämpfen natürlich auch mit dem Retail-Sektor beziehungsweise mit dem Real Estate-Sektor. Ja, das zieht den Markt nach unten. Die einzigen, bei denen es ein bisschen anders läuft, und das kennen wir ganz gut, sind die Japaner. Da gab es mal wieder besser als gedachte Inflationszahlen, 2,8%, runter von 3,1%, also alles Zahlen, von denen wir hier noch träumen, aber auch über dem Ziel der japanischen Notenbank. Beziehungsweise muss man aber trotzdem sagen, haben die an ihrer Geldpolitik noch nicht so wirklich viel getan. Also die setzen einfach weiterhin darauf, dass sich das Momentum zugunsten ihrer eigenen ja, innerpolitischen Lage wendet Ja, und Japan hatte ja auch hält sich halt stabil. eine ganz geringe Inflationsrate für über viele Jahre hinweg. Die sind ja bei 3%, ist das ja schon eine ganz andere Welt für sie. Absolut, Da genau. war ja immer fast gar keine Inflation da. Die hatten ja eher das Problem, dass sie fast deflationäre Umfeld fast schon waren. Genau, ihr könnt es mal angucken, wenn wir hier mal auf die Devisen schauen. Nehmen wir gerade das Pärchen. Hier sehen wir nämlich auch, wie sich natürlich diese ganze Lage widerspiegelt im US-Dollar-Yen. Also es klettert hier immer weiter nach oben, nach oben, nach oben. Und das freut natürlich auch zusätzlich den Markt. Also selbst wenn es innerpolitisch halt im Aktienmarkt gerade gar nicht mal so mit einer großen Euphorie nach außen geht, obwohl man natürlich sagt, hey, ich kann günstig exportieren und, und, sieht man halt einfach, dass ja, der Markt ganz anders gestützt wird aus unserer Sicht dadurch, dass wir halt einen starken Yen haben. Genau, wir springen aber mal ein bisschen tiefer in das rein, was ich gerade eben schon erzählt habe. An der Stelle gab es nämlich nochmal ein Statement von der EZB, beziehungsweise es gab auch nochmal eine Definition von der Barclays Bank, wie sie sich den weiteren Verlauf vorstellt und wie es so ein bisschen bisher verlaufen ist. Hier muss man sich gar nicht so ein bisschen abschrecken lassen von dem, was hier steht, von den TLTROs, PEP, UP. Das ist gar nicht mal so, so wichtig, was das eigentlich nur bedeutet. Das ist eine Art des Stimulus, die hier aufgebaut wurde, also eine Art der Lockerheit der Geldpolitik. Es geht auf das Balance Sheet am Ende der EZB ein, also wie viel Volumen halt die auch die EZB sich aufgeladen hat mit quasi Anleihen, die sie aufgekauft hat.
und. Und hier sieht man einfach nur ganz deutlich, wie das jetzt doch sehr, sehr stark abschmilzt. Also man hat die Programmierer beendet, man hat angefangen, das Ganze auch wieder aufzulösen, zu verkaufen. Und was wir hier da unten noch sehen, ist so ein bisschen, wie die Deposit Rate sich gegebenenfalls verändert. Da sehen wir halt, dass es dort auch, ja, zumindest nach Barclays dann in Richtung dem günstigeren Zins wieder geht. Wir gehen Das also mal heißt, der, das weiter. ist der, der Einlagenzins dann. Genau, also der Genau. Deposit-Zins, also wir wissen ja, ungefähr über den wir immer sprechen, der liegt so bei Also immer 4,5. die Grafik sieht so aus, als wäre jetzt das Plateau erreicht. Genau, also hier an vielen Stellen sieht man halt so ein bisschen, okay, ja, es geht gegebenenfalls bald wieder herunter, also es könnte sich eine Besserung zeigen. Zumindest, wie gesagt, nach einigen Estimates, also nach einigen Schätzungen verschiedener Banken. Wie gesagt, es gab jetzt auch mal die eine oder andere etwas klarere Nachricht aus Sicht der Zentralbanken, dass man erstmal gerade doch irgendwie stoppt. Wir werden am Donnerstag schlauer sein. Da gibt es wieder EZB-Sitzung, EZB-Zinsentscheid und dann werden wir wieder genaueres dazu wissen. Aber aktuell, zumindest aus der Lage, scheint so, dass man erstmal guckt, wie sich die Lage jetzt auch in den Anleihenmärkten weiterentwickelt. Man sagt einfach, dadurch, dass die so angezogen haben, ist man gar nicht verpflichtet, den Leitzins nachzuziehen, weil sie halt schon quasi die Arbeit für einen erledigen und dadurch natürlich man eher die Flexibilität des Marktes ein bisschen in den Vortritt lässt. Wir gehen aber mal weiter in die News der Woche. Ich habe es ja angekündigt, wir haben diese Woche eine sehr, sehr prägnante Woche, aber auch in der letzten Woche war einiges los. Wir können gleich mal an einigen Stellen in den Chart blicken. Netflix, über die wir ja auch schon das eine oder andere Mal gesprochen haben und wir haben letztes Mal geguckt, wir haben zufällig da mal wieder das Tief getroffen, als wir gesprochen haben. Heißt nicht, dass wir absolute Superanalysten sind, sondern es ging ja einfach nur darum, es ist ganz lustig, wie sich diese Aktie eigentlich entwickelt hat von dem vorherigen Tief, weil da hat man es so ein bisschen zuvor gesehen und es zeigt ganz gut, wie ja die Aktie sich positiv entwickelt, in dem Sinne, dass sie es gut geschafft hat, dieses Account-Sharing wirklich durchzusetzen und die Preise anzuheben. Also man sieht hier wirklich, dass die Kunden weiter steigen und das hat man ganz deutlich in den Quartalszahlen auch gesehen. Also alles hat eigentlich in die positive Richtung gezeigt und ja, Netflix gräbt sich da gerade so ein bisschen wieder aus und zeigt auch, dass sie mit dem präsentesten Streaming-Dienst haben gegenüber der Konkurrenz und dementsprechend, wie gesagt, deutlich mehr Abonnenten als erwartet und das freut natürlich am Ende die Aktionäre. BYD, der chinesische Elektrobauer, hat auch wieder eine positive Gewinnschätzung quasi abgeliefert. Also auch hier möchte man weiter wachsen oder wächst weiter. Der Gewinn soll weiter steigen. Also man sieht ja eigentlich, anders zur Politik von Tesla, wo wir auch noch gleich zu kommen werden, dass man hier eigentlich geschafft hat, in diesem Niedrigpreissegment zu bleiben, wenig von diesen sehr, sehr krassen Preissenkungen durchzutreiben und trotzdem positiv auf dem Markt ist. Natürlich muss man sagen, sind die Autos von BYD generell auch deutlich günstiger. Die VF Corp, über die haben wir zufällig letzte Woche ja auch schon mal gesprochen, wer dabei war. Wenn nicht, wir hatten ein ganz spannendes Webinar, wo auch die VF Corp Teil war. Es ging um Dividenden und Dividendenkürzungen, also da eher ein bisschen negativer. Jetzt mal eine sehr positive Nachricht, nachdem die Aktie deutlich gefallen ist. Und zwar gibt es einen aktivistischen Investor, in dem Falle Engaged Capital, und der hat sich einen großen Anteil an dem Unternehmen gesichert und möchte sie wieder ein bisschen auf Kurs bringen. Und wir können uns das ja mal kurz ansehen. Wenn wir mal auf den Chart blicken, hier bei der VF Corp, den wollten wir nicht. Genau, das ist ein Chart, der grundsätzlich erstmal nicht im Investieren einlädt, wenn man das so auf lange Sicht betrachtet. Ne? Genau, also man sieht, die Aktionäre von der VF Corp, die freuen sich, dass sich mal wieder so ein bisschen was ändert oder ändern könnte. Also wir sehen es hier quasi, ja, wir sind, wenn man so mal den Chart verfolgt, seit ja, ungefähr Juli 21 in so einem stetigen Abwärtstrend eigentlich, auch wenn wir jetzt auf diesen ja, oder diesen Jahresbeginn uns eigentlich einlassen, ja, ich guck mal, dann sind wir ungefähr hier unten und dann sieht man auch, okay, wir haben uns dann ja nochmal 30, 40% nach unten bewegt und jetzt halt gab es diesen Anstieg und dieser Anstieg bedeutet, dass man hier eigentlich viel Potenzial sieht aus Sicht dieses Investors. Er sagte, wir haben gute Marken, wir haben ein gutes Konglomerat an Marken. Also für alle, die nicht wissen, was VF Corp macht, es ist am Ende ein Bekleidungsunternehmen. Es hat Marken wie Vans, The North Face, Timberland, also viele bekannte Marken eigentlich. Und jetzt sagt man, hey, einige Marken sind stärker als andere. Wir müssen einfach eine etwas aggressivere Politik in diesen Marken auch durchführen. Einige Marken
wieder auffrischen, andere Marken ein bisschen stärken, die halt gerade schon stark in diesem Konglomerat sind. The North Face sieht man zum Beispiel als sehr, sehr starke Marke an. Bei Vans sieht man viel Potenzial, um das Ganze wieder aufzufrischen. Und das möchte man jetzt durchsetzen. Und ja, am Ende hat man sich gefreut, dass es dann diesen starken Anstieg hier gegeben hat. Natürlich, danach kam auch wieder das Marktsegmentum zurück. Also die Frage ist, schafft es man, ja, dieser Investor jetzt da auch mal eine neue Politik durchzusetzen, Letztlich um auch es wieder auf schafft Kurs zu bringen? die ganze Firma den diesen Turnaround sozusagen, ne? Genau. Sehr unter Druck geraten. Man sieht es auch an diesen sehr hohen Dividendenrenditen, die eigentlich kaum noch aufrechterhalten werden können und so weiter. Also Genau, also wenn wir das mal in diesem Blick hier angucken, da haben wir ja immer die Ratios einmal mit dabei. Und wir sehen hier gut, wir haben mittlerweile sehr, sehr hohe Dividendenrenditen, trotz Kürzungen, muss man sagen, weil der Kurs einfach noch schneller fällt. Wir sind hier bei quasi 8,5%. Und wir haben ja mittlerweile aber auch ein sehr, sehr hohes KGV erreicht, was einfach daran liegt, dass natürlich gerade die Gewinne abschmelzen und man deswegen auch diesen Turnaround schaffen möchte. Ja, das zu VF Corporation. Lockheed Martin war auch wieder Thema. Wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Rüstungskonzern geht es momentan sehr, sehr gut. Wird auch diese Woche Thema sein. Wir gucken uns am Donnerstag Rheinmetall an und Donnerstagnachmittag werden wir uns auch mal die großen Rüstungskonzerne ein bisschen im Vergleich angucken und das Ganze in unserem Bewertungsschema abbilden. Hier gab es gute Zahlen, einfach davon getrieben, dass man mehr Aufträge für seine Verteidigungssysteme hat. Man profitiert also weiterhin vom Krieg. Und ja, grundsätzlich also ein positives Momentum für Lockheed Martin. Und wir hatten auch noch mal wieder Banken. So langsam flachen die Banken ab, zumindest die großen. Bank of America, da waren wir so ein bisschen skeptisch, was diese Quartalszahlen betrifft. Sie waren aber positiv. Zinseinnahmen stiegen um 4%. Kreditrückstellungen waren geringer als erwartet. Also ganz positiv, ähnliche Zahlen auch bei American Express, muss man sagen, mehr Umsatz als erwartet, insbesondere mehr Konsum. Allerdings sagt man, okay, das war sehr stark aus diesem Konsumgeschäft getrieben, etwas weniger aus dem Reisegeschäft, deswegen war die Aktie ein bisschen mehr am Wackeln, aber grundsätzlich hat American Express wieder ein Rekordjahr erzielt und ja, bei Bank of America waren die Zahlen auch grundsätzlich positiv. Ähnlich auch ein bisschen zu JP Morgan, wo man auch gesehen hat, hey, Zinseinnahmen steigen natürlich enorm an, gerade für die Banken, die ja nur geringfügig die Zinsen teilweise weitergeben. Und was halt positiv ist, dass die Kreditrückstellungen aktuell noch geringer als erwartet sind. Das heißt, das Ausfallrisiko für die Kredite wird aktuell geringer eingeschätzt, als viele Marktteilnehmer das erwarten. Und das ist natürlich positiv für die Bank. ASML haben wir auch öfter schon drüber gesprochen, wenn wir über Chips sprechen. Wir haben jetzt über Nvidia viel gesprochen, über Intel, über die großen Giganten des Marktes und auch über Taiwan Semiconductor. Und am Ende sagt man hier aber, hey, ASML ist der Zulieferer von all diesen Unternehmen. Also wer sich nicht entscheiden will, vielleicht zwischen den Großen und sagen will, ich nutze mir den, guck mir den Zulieferer an, dann ist man bei ASML eigentlich ganz gut aufgehoben. Da geht es um große Lithografiemaschinen und die sind aktuell scheinbar nicht mehr ganz so nachgefragt. Das heißt, die Umsatzbücher sind zwar immer noch voll und es dauert jahrelang, um sich weitere Maschinen zu bestellen, aber es kommt gerade weniger nach, beziehungsweise das Wachstum verlangsamt sich einfach aktuell, insbesondere fürs nächste Jahr. Also man sieht so ein bisschen Skepsis des Marktes und das hat die Aktie ein bisschen nach unten geworfen. Tesla in Summe, ja, 4% im Minus, aber auch zwischendurch auch mal deutlich mehr im Minus, minus 12% hat man da teilweise gesehen. Ich habe es gerade eben angesprochen, etwas anders als BYD, insbesondere aus dem Grund, weil man halt diese, ja, Preise extrem gesenkt hat. Ich habe gleich nochmal eine Grafik dazu mitgebracht und da sieht man halt, dass der Gewinn um 80% eingebrochen ist, die Margen sind deutlich gesunken. Also man kann im Kern sagen, natürlich, Preissenkungen, dieser aggressive Preiskampf führt zwar dazu, dass man mehr Autos baut, mehr Autos umsetzt, aber der Gewinn muss natürlich deutlich darunter Es ist leiden. schon faszinierend, wie diese Aktie darauf reagiert mit minus 4%, also obwohl Genau, muss 80%. das, wie gesagt, sagen. Im Kern war es mal deutlich schlimmer. Wir waren auch schon mal bei minus 12%, aber Ja, genau, aber gibt da doch immer wieder Euphorie. Gewinne um 80% eingebrochen ist schon auch eine harte. Insbesondere auch eine interessante Meldung in dem Sinne von Elon, der zwischendurch mal gesagt hat, ja, mit dem Cybertruck haben sie sich ihr eigenes Grab gebaut im Analysten-Call, weil er gesagt hat, den zu bauen ist echt verdammt kompliziert und bringt eigentlich keinen positiven Cashflow, weil es so teuer ist, diese Maschinen zu produzieren. Aber spannend, dass er damit auf alle Fälle Aufmerksamkeit für seine Marken und seine Produkte bringt. Genau. Aber es ist genau das, was er, glaube ich, auch damit bezweckt. Aber Ich ich denke finde es auch. halt schon spannend, dass dieses Auto, einfach mal jetzt losgelöst von der Aktie,
Ist einfach gefühlt so an allem vorbei, was man so kennt, aber es wird trotzdem natürlich wieder, es wird am Ende auch hier irgendwo ein Erfolg werden, aber es ist mit einem persönlichen Gefühl nicht mehr vereinbar, wo die Reise dahin geht. Es ist Aber spannend, es ist spannend, spannend. wie gesagt, dass die Zahlen sich, also die Fundamentalzahlen so verschlechtern und trotzdem die Aktie sich so hält. Ja, also Tesla, glaube ich, immer wieder spannend, ein spannender Blick. Also da ist immer irgendwie was los. Es gab auch nochmal was Positives für American Airlines. Die brauchten das, glaube ich, auch mal wieder. Wir gucken mal ganz kurz hier auf den Chart. Und dann sehen wir, American Airlines einmal hier, dass die auch mal wieder positive News quasi brauchen. Also es gab ja dieses Hoch. Aber eigentlich befindet man sich hier auch wirklich länger in einem Abwärtstrend. Und ja, aber aktuell sieht man, dass auch die einen guten Sommer hatten. Die Zahlen waren eigentlich besser als erwartet. Aber ja, das Ganze war nur von kurzer Dauer, wie man sieht. Am Ende ist man in diesem Abwärtstrend doch weiter gefangen. Und da wird sich zeigen, wo die Reise weiter hingeht. Ja, wir gehen nochmal weiter kurz zurück. Ich habe ja gerade eben angesprochen, dass ich die nochmal die Zahlen von Tesla mitgebracht habe, um sich das nochmal hier wirklich anzusehen. Also wenn man sieht, dass eigentlich alles negativ war fast, wenn man es vom Jahr zum letzten Jahr betrachtet. Natürlich, wir haben Umsatzrückgänge gehabt, wir haben Umsatzrückgänge dahingehend gehabt, dass man halt ja die Preise senkt. Man hat aber mehr Autos verkauft, das muss man ganz klar sagen. Auf der anderen Seite sieht man aber, dass all die anderen Kernkennzahlen, die man sich sonst so anguckt, alle negativ sind. Das liegt einfach daran, wenn man halt so krass die Preise senkt, wie Tesla es getan hat, dass sich das natürlich generell bemerkbar Weißt du, wie macht. stark sie die Preise ungefähr gesenkt haben? Wie viel Prozent? Oder kannst du Ich das hatte grob? letztes Mal eine Grafik dabei, also es ist immer so treppchenweise, was ich auch ganz interessant fand. Also es war immer jeden Monat gab es nochmal so 2000 irgendwie, ging es runter. Also ich glaube, mittlerweile sind diese Autos ja 30, 40% günstiger. Und im Kern sieht man eigentlich ganz gut, dass ja, dass sich jetzt auf alles niederschlägt. Und am Ende wird sich zeigen, okay, schafft man es über diese Marktverdrängung, andere vom Markt zu kegeln und weiterhin aktiv zu sein. Ich meine, immerhin macht man Gewinn, aber ja, doch wieder sehr interessant, sich Ja, die mit dieser Sache mit Tesla Preispolitik mal. müsste man ja eigentlich dann den Umsatz, also zumindest hier, sehr stark steigern. Also jetzt nicht den, oder erstmal die Anzahl der Autos, da hängt ja noch hinten auch ein bisschen was dran nochmal. Aber das sieht man jetzt ja hier in den Zahlen, zumindest jetzt noch nicht, ne? Also der Umsatz jetzt wahnsinnig steigt. Hier über hier haben wir 5% Wachstum. Das ist also, wird alles, selbst wenn die mehr Autos verkaufen, wird offensichtlich durch die Preissenkung erstmal aufgefressen. Genau, also ganz klare Verdrängungstaktik muss man so sagen, weil man halt sagt, hey, wir sind überhaupt profitabel, wir können profitabel E-Autos bauen, auch zu diesem Preissegment und trotzdem so gute Autos, das können halt viele andere nicht und somit möchte man sie eigentlich verdrängen. Ja, wie gesagt, im Vergleich zu natürlich traditionellen Autobauern ist man mit weniger Gewinn hier einfach unterwegs. Ich habe es angekündigt, diese Woche steht einiges an Zahlen Heute an. Coca-Cola. Vor- oder nachbörslich, weißt du das? Vorbörslich, also Vorbörslich. Also heute Coca-Cola-Zahlen müssen jetzt bald kommen. vor 14:30 also. Genau, die Analystenmeinungen sind eigentlich weiterhin positiv. Also hier rechnet man eher damit, dass die Aktie tendenziell eher steigen wird, weil die Analysten positiv sind. Gleiches gilt eigentlich für Microsoft und Alphabet. Also generell noch weiter positives Momentum. Hier wird man natürlich stark auch auf das Thema AWS blicken. Also spannend für die gesamte Woche. Aber wie gesagt, wir haben Meta, wir haben IBM, wir haben UPS, wir haben Intel, wir haben Unilever, also wir kriegen eigentlich so einen Gesamtfundus des breiten Marktes einfach mitgeliefert. Wir haben viel, was auch im Retail-Bereich geht, der noch sehr resilient ist. Also es wird weiter oder bleibt weiter spannend. Gerade durchgezählt, ich bin in vier dieser Titel investiert. Das heißt, die Woche wird für mich auch spannend im Depot. Glaube, bei mir sind es sogar noch mehr, also Ja. fünf bis sechs, also und das Vielleicht sind sogar ja, ist ja eins, wie zwei, gesagt immer nur ein drei. Auszug, also es sind viel, 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 viel mehr noch dahinter. Also bleibt weiter spannend. Fünf habe ich gezählt, fünf sogar. Genau, Fünf noch ein Aktien. kurzer Blick auf die Zahlen. Wie gesagt, wir haben natürlich das große Beben am Donnerstag, haben wir den Zinsentscheid. Und vielleicht wird es auch gar kein Beben, aber zumindest liegt der Fokus für uns darauf. Natürlich, es wird aber erwartet, dass es keine Zinserhöhung gibt von der breiten Menge des Marktes, der Geschäftsklimaindex. Wenn wir Glück haben, steigt er auch mal wieder so leicht. Wir sehen es hier auf ein bisschen positivere Werte. Wir haben Einkaufsmanager-Indizes eigentlich global auch diese Woche. Die liegen ja eigentlich fast alle unter dieser magischen Marke von 50, werden potenziell bald mal wieder in etwas positivere Segmente rücken. Zumindest so, wie es aktuell der Markt erwartet. Wie sonst kommt noch was von der Uni Michigan, die immer so ein bisschen was ja zu der makroökonomischen oder der ökonomischen Lage der USA eigentlich sagt. Und da wird es einfach
spannend, wie es weitergeht. Genau, wenn ihr dann jenseits von dem heutigen Termin noch wissen wollt, was die wichtigsten Wirtschaftsthemen sind, oben in der Leiste laufen die ganze Woche durch. Es kann eigentlich an euch vorbeigehen. Wie gesagt, die Woche, aber Zinsentscheid oder Absolut. Pressekonferenz, glaube ich, sind ja spannendes Fokusthema. Thema. Fokusthema, genau. Genau, wir haben die Woche noch Aktien-Roundup, wie gesagt, Rheinmetall, Dividendenzahler und ein Profiteur der aktuellen Krise, kann man sagen. Also wenn man so ein bisschen auf die Wochenperformance guckt, dann sieht man immer wieder ein anderes Unternehmen, das eigentlich gerade abgestraft wird. Ganz oben stehen meistens aber die Rüstungskonzerne und wir werfen mal einen genaueren Blick auf Rheinmetall. Und ja, wir werden auch einen Blick in der Aktienwerkstatt auf diese starken Dividendenzahler gucken und dementsprechend auch nicht hier auf die Baumärkte, wie es hier steht, sondern dort uns auch wirklich die Rüstungskonzerne einmal ansehen, auch als Dividendenzahler, also nicht nur Rheinmetall, sondern auch die anderen großen amerikanischen bzw. die deutschen, die es sonst auch noch gibt. Genau, Aktienroundup am Donnerstag 10:30 Uhr, Aktienwerkstatt am Donnachmittag für alle Clubmitglieder 16:45 Uhr, dann. genau. Wir sind ja mitten im Dividendenmonat und kümmern uns sehr stark um Dividenden und Dividendenwachstum, vor allem Dividendenwachstumsunternehmen. Genau. Und wer da auch noch bei sein will, wie am Donnerstag, geht es da weiter. Christoph, damit sind wir am Ende. Sehr gut. Bisschen spät angefangen, drei Genau. Minuten, 4 Minuten später geschlossen in diesem Sinne. Wenn Geht keine wieder Fragen mehr hoch. sind, wir wünschen euch eine weiterhin gute Woche. Bis dann. Bis Tschüss. dahin, tschüss.